Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kennst du mich ja schon von meinem Nähblog sosimple.de, von meinem Podcast Näher dran oder aus meinen Nähbüchern. Auch heute nähen wir ein Modell aus einem meiner Nähbücher und zwar aus dem Buch Meine Lieblingshosen. Darin findest du 8 unterschiedliche Modelle, die du mit Varianten nähen kannst. So sieht das Buch aus und du bekommst es überall dort, wo es Bücher gibt. Die Schnittmuster sind auf Schnittbögen in Originalgröße im Buch hinterlegt. Also du brauchst sie nur abzupausen und kannst loslegen. Wir schauen uns jetzt als erstes das Modell an, das wir nähen und ich wünsche dir viel Spaß. Wir nähen heute so eine lässig geschnittene Latzhose mit Knotenverschluss. Die kannst du aus allen festen Stoffen nähen, die dir gefallen, also Jeans, Canvas, Cord, was immer du magst. Für ein bisschen mehr Bequemlichkeit und Beweglichkeit kannst du natürlich auch einen Stoff mit einer kleinen Elastanbeimischung nehmen. Du kannst Modell Brit sowohl als Hose mit langem Bein als auch als Latz Bermuda nähen. Schauen wir uns mal die Schnittteile an. Du brauchst zweimal die Vorderhose gegengleich, zweimal die Hinterhose gegengleich, zweimal die hintere aufgesetzte Tasche, zweimal die Träger im Bruch, einmal die vordere aufgesetzte Tasche und den Beleg für vorne und hinten jeweils im Bruch. Bügle die obere Kante der hinteren Taschen zweimal einen Zentimeter nach links um. Steppe den umgebügelten Saum knappkantig mit Geradstich fest. So sollte das jetzt aussehen. Bügle anschließend die restlichen Kanten 1 cm zur linken Stoffseite um. Das sieht dann so aus. Bügle die Eingriffkanten der vorderen Tasche markierungsgemäß zweimal nach innen um und nähe die Umschläge knappkantig mit Geradstich an. Du kannst hier von der rechten oder der linken Stoffseite nähen. Bügle die restlichen Kanten der Vordertasche 1 cm zur linken Seite um. Stecke die beiden Hinterhosenteile jeweils an der verlängerten Schrittnaht in der hinteren Mitte rechts auf rechts. Die beiden Vorderhosenteile steckst du an der Schrittkante ebenfalls rechts auf rechts zusammen. Nähe die zusammengesteckten Stoffteile mit Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Versäubere anschließend die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine oder mit der Overlock. So sollten die vorbereiteten Hosenteile jetzt aussehen. Jetzt brauchst du die vordere Tasche. Hier habe ich die Kanten jetzt 1 cm nach innen umgebügelt. Stecke die vordere Tasche an den Markierungen auf die Vorderhose und steppe sie rundherum bis auf die Eingriffkanten knappkantig an. Beim Feststecken solltest du darauf achten, dass der Stoffbruch der Tasche genau auf der Mittelnaht des Vorderteils liegen sollte. Und jetzt wird genäht. Du kannst für diese Naht übrigens auch einen kontrastfarbigen Faden verwenden. Das habe ich hier gemacht. Dadurch wird die Naht dann noch auffälliger. Wenn es dir schwerfällt, den richtigen Abstand einzuhalten, kannst du zum Beispiel auch mit einem Kantennähfuß nähen. Achte beim Nähen darauf, dass sich die Stofflagen nicht gegeneinander verschieben. Am Eingriff solltest du die Naht dadurch verstärken, dass du ein-, zweimal hin und her nähst. Wenn ich an der Ecke ankomme, dann lasse ich die Nadel im Stoff, hebe das Füßchen, drehe den Stoff ein bisschen und senke dann den Nähfuß und nähe weiter. Kannst du dir hier nochmal angucken. Und ich nehme tatsächlich die Markierung auf dem Nähfuß als Orientierung. Hier nähe ich nochmal vor und zurück, denn der Eingriff ist die Stelle, wo die Naht besonders belastet wird.
Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit den hinteren Taschen. Stecke die hinteren Taschen an den Markierungen auf die Hinterhose und nähe sie an den Seitenkanten und der Unterkante an. Auch hier kannst du wieder einen Kantennähfuß verwenden. Übrigens lassen sich die Modelle aus meinem Buch Meine Lieblingshosen nähen wunderbar mit den Modellen aus meinem ersten Nähbuch kombinieren. Das heißt, meine Lieblingsoberteile nähen. So sieht es aus und du bekommst es überall dort, wo es Bücher gibt. Ich verlinke dir das Buch auch nochmal in der Beschreibung unterm Video. Stecke Vorder- und Hinterhose an den Seitenkanten bündig rechts auf rechts. Schließe die Seitennähte. Stecke anschließend die Innenbeinkanten rechts auf rechts und nähe sie zusammen. Wichtig ist, dass sich die Schrittnähte genau treffen. Hier ziehe ich die Stecknadel wirklich erst im allerletzten Moment raus, damit ich sicher sein kann, dass sich die Stofflagen nicht gegeneinander verschieben. Versäubere anschließend die Kanten von Innenbeinnähten und Seitennähten. Falte den Hosenbeinsaum an den Markierungen zweimal zur linken Seite um und steppe ihn anschließend knappkantig mit einem längeren Geradstich fest. Ich verwende hier eine Stichlänge von 3,5 bis 4 mm. Jetzt kümmern wir uns um die Träger. Stecke die Zuschnitte für die Träger bündig rechts auf rechts. Nähe die Träger an den vier langen Kanten und den kurzen vorderen Kanten mit Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Die untere Öffnung bleibt frei, dadurch werden anschließend die Träger verstürzt. Übrigens, wenn dein Stoff besonders weich ist, kannst du ihn vorab mit Flieseline G785 oder H609 verstärken. Dann ist er griffiger und du kannst besser mit ihm arbeiten. Bügle anschließend die Nahtzugaben der Träger auseinander, damit sich die Nähte nach dem Verstürzen besser ausformen lassen. So sollte das jetzt aussehen. Es genügt, wenn du die Nahtzugaben einer Seite umbügelst. An der innenliegenden Ecke knippst du die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht ein. Achte aber darauf, die Naht nicht zu durchtrennen. Kürze die Nahtzugaben an den Ecken diagonal ein. Dann lassen sich die Ecken später schöner ausformen. Wende die Träger anschließend auf rechts und forme alle Ecken und Nähte gut aus. Die Ecken an den beiden vorderen Enden stülpst du mit einer stabilen Sicherheitsnadel aus. Bügle dann anschließend die Träger. Steppe die Träger an den vier langen Kanten sowie an den beiden kurzen Kanten knappkantig mit Geradstich ab. Stecke die beiden Belege an den kurzen Kanten rechts auf rechts. Nähe die Kanten mit einem Geradstich zusammen. Bügle die Nahtzugaben auseinander und versäubere die untere, gerundete Kante mit der Overlock oder mit dem Overlockstich deiner Nähmaschine. Stecke die offene Kante des Trägerteils mittig an die noch offene Oberkante der Hinterhose.
An den Seiten soll jeweils 1 cm Nahtzugabe frei bleiben. Steppe dann den Träger innerhalb der Nahtzugabe mit Geradstich an die Oberkante. Die Hilfsnaht fixiert die beiden Teile und macht das Zusammennähen später einfacher. Stecke den Beleg rundum an die Oberkante der Hose. Die vordere Mitte des Belegs trifft auf die vordere Mitte der Hose. Die Nähte des Belegs treffen auf die Seitennähte der Hose. Nähe den Beleg anschließend mit Geradstich und 1 cm Nahtzugabe rundherum an. Achte dabei darauf, dass du die langen Trägerenden nicht mitfasst. Schneide die Nahtzugaben in den Ecken schräg ab und knipse die Nahtzugabe an den Rundungen bis kurz vor die Naht ein. Durch das Einknipsen der Rundungen entspannt sich die Nahtzugabe im später verstürzten Beleg. Sie liegt dann schöner und glatter. Klappe den Beleg ins Hoseninnere, forme die Ecken aus und bügel die Kanten mal ordentlich. Fixiere den Beleg mit einer kurzen Naht innerhalb der Seitennähte. Also die Nadel sticht genau in die Seitennähte ein. Es genügt, wenn du 3-4 Stiche vor und zurück machst. Nähe im Latz an den Markierungen 2 Knopflöcher. Du kannst auch vorab mal an einem Reststück Stoff ausprobieren, ob dein Knopfloch so wird, wie du es haben möchtest. Du weißt ja sicher schon, dass es bei So Simple jede Menge Blogbeiträge mit hilfreichen Tipps zu verschiedenen Nähprojekten und Nähideen gibt. Unter anderem einen zum Thema Knopflochnähen. Den verlinke ich dir mal in der Beschreibung unter dem Video. Öffne die Knopflöcher mit einem Nahttrenner oder mit einer Knopflochstanze. Und dann ist deine super coole Latzhose auch schon fertig. Huch, da ist noch ein Nahttrenner. Der hatte sich da irgendwie versteckt. So sieht die Hose aus. Und jetzt kannst du die Träger durch die Knopflöcher ziehen und verknoten. Alternativ kannst du natürlich auch an den Trägern Knöpfe annähen, ist ja logisch. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dir so eine coole Latze zu nähen, dann schnapp dir das Schnittmuster aus dem Buch Meine Lieblingshosen nähen, deine Nähmaschine und einen tollen Stoff und dann leg los. Du kannst zum Beispiel diesen Stoff hier verwenden. Das ist der Quietschvergnügt-Stoff, den es exklusiv bei Simone im Nähcafé am Wasserturm gibt. Ich verlinke dir den Shop in der Beschreibung unter dem Video. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie dir diese Anleitung gefällt und schreib mir auch gerne dazu, wie du klargekommen bist. Es würde mich total interessieren, von dir zu lesen. Vielleicht bist du ja auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!